Hallo Leute, wir sehen hier. Ich war fleißig jetzt. Sieht man dann im Zeitraffer. Bis zum 11. Einfach auch alles ausgefüllt. Like, boah! Und wir jetzt abspeichern. Ja, in den Rüstungen müssen wir schon mal das Ziel ändern. Na. Das finde ich gut. Gut, aber ich habe noch gar nichts eingestellt. Ich habe nur alle Spells gemacht. Bei ein paar war ich nicht so fantasievoll. Agilität an alle Platzhalter, aber wusste ich nicht, was ich für einen allgemeinen Buff-Spell für alle Partymitglieder machen kann, was ich da, dass ich dem für einen Namen gebe. Ich habe da zwar lange rumüberlegt, aber ja, letztendlich jetzt dann doch nichts. Ansonsten hat alles ganz gut funktioniert, finde ich. Jetzt müsste ich dann nur noch für jedes einzelne Icon. Oh Gott. Das wird lang dauern. Naja. Ich sag mal, wird schon schief gehen. Fuck. Nun ja. Das kann ich jetzt eine Stunde lang in der Aufnahme machen, aber. Nee, du. Nee. Irgendwie so kein Bock drauf gerade. Denn was ihr sehen wollt, ist ja Intro, Spielbares, alles Mögliche und ich mach kurz einen kurzen Schnitt. Das war's auch schon mit dem kurzen Schnitt und wir sind wieder da. Die Klasse mache ich aber jetzt hier in so einer, in einer normalen Aufnahme. Zwei Stück, clear und clear, so. Die Klasse, die Ranked-Vocal-LP hat. Let's Player. Die Katze. Hat den Skill, Haustier. Klasse. Let's Player! Dann wähle ich das hier aus. Ja, die Windbein Vocal B ist also Haustier. So wie ich es vorgedacht habe. Und Katze ist das. Nee. Spaß beiseite. Okay, und dann geht's ans Balancing. Ich will das sehr niedrig legen in dem Game. Vielleicht hat man bemerkt, dass ich meine Revive Spells zum Heilen sehr low gesetzt habe. Gerade mal 2000 beim besten Revive. Und deswegen, auf Level 1 mein Standard ist 50 und auf 9999 normalerweise. Aber hier, weil das Game wirklich nicht allzu lang werden sollte, schätze ich das einfach fast. Au, das ist mir ein bisschen zu fast. Dann wird es Zeit, das ein bisschen runterzusetzen, sehr weit runter. Geht ja auch schon fast ein bisschen zu schnell für meinen Geschmack. Das finde ich gut. Viel weiter als Level 20 wird man dann eh nicht kommen. Ich habe die Spells nur gemacht, weil ich wirklich alle hatte. Ja, passt so. Dann kriegt man so einen ziemlich guten Wert raus. Finde ich gut. Max MP. Für Level 1 hat man gar kein Spell benutzen können. Deswegen. Nun weiß ich, der 999. Das passt eigentlich auch so, wie es ist. Muss ich schauen, dass das nicht, sich nicht gegenseitig überholt. Jetzt bist du hier für. Ja, eindeutig weiter. Okay. Passt. Attack Value. Anfang auf 5. Und Ende auf 100. Darf auch nicht zu schnell gehen, weil das kriegt man meistens nur durch die Attacken. Okay, das ist noch ein bisschen zu langsam. Mittel. Ja, fast auf jedem Level, also wirklich jedem Level einen Punkt. Dasselbe hätte ich in der 3. Am Ende 120. Hätte ich gerne. Ich will immer wirklich ein gutes Balancing einbringen. Das ist mein. Das Einzige, was ich wirklich beherrsche, mein Pikimaker. So wirklich nicht schwer ist. Perfekt. Ich habe mir das bisher gedacht. Eigentlich Spirits 1 am Anfang, was eh nichts bringt, keinen Sinn hat am Anfang Spirit zu haben. Wenn man am Level 1 sowieso keinen Spell haben sollte. Und dann Level 99 hat man auch 100. Weil ich ja keinen Ember Mage einbringen wollte, aber das dann doch tun werde. Der dann ein bisschen mehr haben wird, der dann den Angriffswert vom Vandwalk LP haben wird. Oder ich mach die Katze zum Mage, was ein bisschen lächerlich wäre. Ja,
Das macht die Spells nicht viel stärker. Aber, na, ja, mittel. Gut, so hat er wenigstens ein paar nutzvolle Spells. Nutzvoll. Ah, 5. Das habe ich mir auch schon gedacht. Dann mache ich es immer bis 150, dass der schnellste Gegner maximal auf 150 kommt. Dass sich das auch jedes Mal um 1 erhöht. Ja, perfekt. Gut. Was wirklich sehr wichtig ist in solchen RPGs und was mich immer wieder stört am Balancing, das da. Die EP. Sich solche Zahlen auswendig zu merken, damit du es richtig machen kannst, ist unglaublich nervig. Ich setze das deswegen immer sehr niedrig. Ja, genau. Ich setze sau hoch und mache es sag niedrig. Das ist wirklich das Minimum. Fast schon. Und ich finde es auch okay so. So ist es. Und dann wirklich für einen Gegner 5 EP vergeben, für die Bosse jetzt schon 20 eher. Passt dann wirklich. So 20 für den Boss, bin ich blöd. Und das stelle ich dann meist auch für jeden Charakter so ein. Kann ich echt nichts falsch machen. Könnt ihr auch nichts falsch machen dabei, aber das Tutorial dazu wird ja noch kommen. Dann würde ich die Katze. Oh, sicher an dir habe ich gar nicht gedacht, egal. Aber unser netter Weinbockel-P darf kein Schild tragen, der ist zu schlecht dafür, er hat 2 Schwerter. Weapon 1 und Weapon 2. Das weiß er wahrscheinlich am Anfang gar nicht. Die Katze könnte die Auto-Battle machen, dass die von alleine kämpft. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Die Musik geht mir auf den Sack. Deswegen ändere ich die jetzt mal kurz. Er hat mich irgendwie so ein Legend of Zelda, aber egal. Die Katze lasse ich jetzt mal so achtig, ist am Anfang echt dabei. Oder ist sie doch dabei? Klasse, das ist also Let's Play haben wir. Skills to learn, das kommt auch noch später dran. Nein, Zeitraffer Action kommt erst beim nächsten Mal. Wenn ich die nächste Map machen muss, nach dem ersten, werde ich alle Skills hier mal ausbalancen. Wieder mit Zeitraffer. Items, darum könnte ich mich jetzt kümmern, aber das wäre auch ein bisschen aufwendig fürs erste Mal. Weapons, da werde ich auch nur ein paar machen jetzt am Anfang. Ich find's doof, warum sich das nicht gleich alles löscht, ey. Ach, ich stelle Change einfach. Hier darf ich ja auf 1 und jetzt wieder auf 82. Wobei 82 unbewaffnet. Lol. Wobei das unbewaffnet ist. So. Jetzt kann ich anfangen. Was hat unser netter Weinvokal P am Anfang für Waffen? Oder für eine Waffe, weil er weiß ja nicht, dass er 2 hat. Ich gebe ihm einen Stock. Ja, dann die Great Swap mir ein Stück Schinken in die Hand. Ein stumpfes Schwert vielleicht? Du darfst ein stumpfes Schwert haben. Lass deinen Angriff um 1 erhöht. Ja, ich übertreib's richtig. Ich weiß, und das ist Two-Handed, ein schweres. Dann habe ich hier schöne Weapons. Da. Und wo ist denn stumpf aussehendes Schwert? Irgendwie schauen die alle ziemlich scharf aus. Das ist ungünstig. Sau ungünstig. Da fein Fantasy Anspielung. Okay. Das ist jetzt aber schwer. Hat der keine kleinen Schwerter? So eins? Ein Holz? Holz wäre toll. Ja, man merkt doch schon, ich habe ein längeres Icon-Set als die normalen. Das ist Standard. Das habe ich. Und ich mich gerade wundere, ob in dem in der Mitte vielleicht was dabei ist. Ich schaue noch nicht wirklich aus. Nee. Nämlich das hier. Oder das nachgemachte. Und das hier, so. Einer Fliehe, was zu leide tun. Schaut man zu leide nicht groß? Nee. Animation, slash physical. Preis keiner, doch Preis 1, damit man es verkaufen kann. Hit Ratio, es trifft zu 95, nee, es trifft weniger, es trifft zu 90. Das ist wirklich eine schlechte Waffe. Agility, du, sie ist schwer. Ja, nee, das tue ich jetzt mir nicht weg.
Doch, wenn du es trägst, dann bist du langsamer. Okay. Unbewaffnet muss man deswegen, muss man eigentlich nicht verändern, muss nur verändern die Werte hier. Weil es verändert, das Skript, das ich benutze, nimmt, wenn du keine Waffe in der Hand hast, die Waffen-ID. Und die benutzt es dann dafür, also nehme ich hier Millie-Physically. Millie-Physically, so. Man hat wirklich, macht halt keinen Schaden, man macht, ne, macht sogar weniger Schaden. Minus 1, minus 1, warum Defense weniger? Spirit. Man wird vielleicht nicht dümmer, wenn man hier. Achso, ich hab's ja Willenskraft genannt. Oh, Wille weg. Und Agility. Lass ich auch mal weg. Spirit, so. Da hat er schon seine erste Waffe, die er hier erstmal ausrüsten muss. Unser Weinburg MP darf ein stumpfes Schwert haben und noch ein stumpfes Schwert. Okay. Nur ein stumpfes Schwert. Finde ich gut. Es können wirklich lange Parts werden beim Mapping, aber ich würde sagen, nachdem ich die Database erstmal fertig habe, wird das wirklich sehr kurz. Also da werde ich da wirklich gar nichts mehr machen können, außer zwischendurch vielleicht ein Item oder eine Waffe hinzufügen. Und dann konzentriere ich mich wirklich aufs Mapping. Also die ersten 3-4 Maps werden sich ziehen und dann. Wer das hier nicht sehen will, kann dieses Video gekonnt überspringen. Könnt ihr ruhig auslassen, denn das Game selber werdet ihr dann bei Windwalk LP sehen. Beziehungsweise bei mir seine Parts. Und deswegen speichere ich nochmal ab und mache dann seine Rüstung. Setze ich auf 1, setze ich auf 4, weil mehr hat er ja am Anfang nicht. Dann. Wir wollen, was will er denn? Body Armor. Einfaches Gewand, ja, Rüstung kriegt er nicht mal. Dass ihm auch gar nichts verändert, seine Werte. Ein einfaches Gewand. Armor ist da. Da ist da, da, da. Wo nehme ich das Gewand? Okay. Das hier. Schützt zwar nicht vor Schäden, aber hält dich wahr. Punkt. So. Preis wieder 1. Kann auch verkaufen, wenn er Lust drauf hat, was ihm gar nichts bringt, weil du nur ein Gold dafür kriegst. Ausweichchance erhöht sich dadurch nicht und mir geht die Musik schon wieder auf den Sack. So lange kann man doch gar nicht zuhören hier. Können wir schon eine andere nehmen, damit auch abwechslungsreicher wird. Ändert sich nix. Nee. Ist unnötig. Gut, ein einfaches Gewand. Hat er denn noch was? Accessoire, Helm. Puh. Ein Helm. Ich könnte einen Helm geben, ja, einen Hut. Einfacher Hut. Das ist das Einfach-Set. Einfach-Set. Oh, so fantasievoll. Würde ich aber trotzdem gerne runterscrollen, weil ich da noch nicht die Schüte und Helme kennen. Oh, schon sieht geil aus. Ja, genau. Ist klar, Weihnachtsmann-Style. Puh, was gebe ich ihm denn da? Ziemlich viele geile Sachen. Da, blau. Ein einfacher Hut. Besitzt du schon länger. Wirklich Zeit, mal ein richtiges RPG zu machen. Mehr oder weniger richtig, nur halt kurzes. Elements to Guard, Fire Water. Fire Water, ja, ist klar. Bringt dir gar nichts, du wirst auch nicht schneller, nur weil du einen Hut trägst. Okay. Perfekt. Dann gebe ich ihm das an, aber darf es natürlich auch ausrüsten. Dann hat er Rüstung. Ein Hut. Das reicht, denke ich. Mehr braucht er nicht. Stumpfes Schwert. Ja, der Katze werde ich stumpfes Schwert geben. Ich könnte jetzt schon die Krallen machen. Nee. Das wird dann das Waffe Krallen haben. Armor, Fell! Noch mehr Fell und vielleicht auch noch Fell. Nee. Enemies werde ich keine brauchen am Anfang. Status-Eigenschaften habe ich fertig. Animation brauche ich auch keine.
im Moment. Das ist wichtig. Titelscreen. Okay, Leute. Dafür mache ich aber jetzt einen kurzen Schnitt, weil den mache ich mir jetzt schnell. Und den werdet ihr dabei sein, wie ich ihn mir mache. Und ihr werdet begeistert sein, wie toll ich diesen mache. Den habe ich übrigens auch für The Great Survival benutzt. Wir sehen uns dann. Bis gleich im Paint. Hallo, wir sind wieder da und ich weihe euch nun in die hohe Kunst des RPG Maker Titel Dings Bums Mapping rein Ding ja blub. Was ich euch noch zeigen kann, hier unten sieht man's. 544x416, das ist wie groß euer Titel sein muss. Und nun kommt die Kunst, wie ich meine Titels mache. Ich möchte euch natürlich das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Crazy weiß es bereits, er war dabei, wie ich es im zweiten Teil gemacht habe. Und jetzt kommt's. Also, ich find's cool. Da noch ein bisschen. Ja. Hat bisher immer wunderbar funktioniert. Und keiner hat sich aufgeregt. Also finde ich's toll. Dann werden wir grau nehmen, mal wieder. Da kommt dann das neue rein, da unten wird in etwa das Menü zum Auswählen sein. Und hier kommt's jetzt. The Great Survival Journey! So. Ja, beides mal größer. In Grau natürlich. Kann man kaum lesen, diese Schriftzeile ist ein bisschen gay. Da würde ich gerne zwei verschiedene Schriftarten. Die Schrift, das finde ich aber toll. Die gehört viel größer. Das gehört auch noch viel größer. Das gehört weg. Ja, wir hätten nie erraten, wie ich diesen Hintergrund gemacht habe. Gut. Machen wir das. Speichern. Was gibt's noch zu tun? Ich könnte meinen Namen da wieder drunter schreiben, aber das ist mir jetzt ein bisschen zu peinlich. Deswegen, könnte ich da jetzt Mr. Bobchen drunter. Ach, egal. Schattenkuma hin. Schattenkuma. Alles auswählen. Und jetzt kleiner. Nein, nicht so klein. Nein. So, das ist lesbar. Nein, wieso habe ich das? Ach egal, das steht jetzt da. So. Speichern. Wir sehen uns dann wieder. Gemecker, oder wir machen es einfach so. Nee, wir sehen uns gleich wieder. Hi. Ja, willkommen zurück. Und wir sind immer noch beim Let's Map und ich habe hier mal tolle Musik ausgesucht. Und wir suchen weiter. Jetzt haben wir wirklich fast alles fertig, finde ich. Und das Intro gefällt mir ganz und gar nicht. Die mache ich komplett neu. Speichern mal ab. So. Das Intro wird ein bisschen anders ablaufen jetzt. Okay, man sieht hier noch, warte. Mein Titel, System, Title. Ich eingefügt. Und wenn man jetzt ein Plate, wenn ich jetzt die Actor Position festlege und starte, kommt der jetzt. Okay. Was jetzt aber allerdings noch wichtig ist, dass die Musik wieder anmache. Die war halt toll. Klingt sie so. Okay, lass mal das lieber. Also, wie gestalte ich das Intro? Das war auf jeden Fall mit dem Parallax. Sieht um einiges epischer aus. Starlit Sky. Müsste eigentlich so funktionieren. Ja. Schon die Situation ist eigentlich eine subdufe Funktion zum Beispiel. Mal schauen, ob das jetzt horizontal, ob es jetzt schräg wird. Das passt perfekt, okay.
Aber jetzt habe ich einen Fehler, habe ich schon gemacht. Nämlich das. Das hasse ich. So. Was ist die Musik schon wieder aus? Bleib jetzt mal an. Dann Autobahn. Jetzt geht's aber los. Jetzt nur noch überlegen, wie die Geschichte ablaufen wird. Puh. Bei der Great Survival hatte ich da auch nicht lang gebraucht, also demnach. Könnte theoretisch auch einfach. Ich habe schon eine Idee, nur wie nenne ich denn die erste Stadt? Elysis? Genau, wie ich auf den Namen gekommen bin, die heißt jetzt so. Elysis, am Fluss. So. Ist schön gemacht. Da würde ich das Ganze erst mappen, weil das mir um einiges leichter fallen wird. Erstmal so. Ich hab mich gerade an das erinnert, was mir wirklich sehr gefallen hat damals, wie ich es mir angeschaut habe. Das hätte ich jetzt gerne drinnen, aber wie? Wie schaut das eigentlich aus, wenn ich das so mache? Nur aus Interesse. Nein, das funktioniert schon mal gar nicht. Kurz überlegen. Ja, ich weiß schon wie. Die Mitte kommt kein Fluss, sondern sowas künstlich angelegtes. Ja, das ist nix. Nee, das hier. Wisst ihr nicht, wie ich es mir gedacht habe, aber man wird es dann schon merken. So, hat man einen schönen Fluss. Wenn ich es eigentlich versaut habe. Dann eine Brücke brauche ich auch. Hier drüber. Und ich habe mir das jetzt eigentlich ganz anders gedacht, nämlich dass man da hinten eine Erhöhung hat. Doch die Grafiken, die mir der RPG-Maker hierzu bietet, sind wirklich lächerlich und saulachhaft. Ich würde natürlich machen, dass die ganze Stadt hier auf einem kleinen Berg gebaut ist. Sieht aber einfach nur Mist aus. Obwohl, eigentlich gar nicht so schlecht. Dann wird die Stadt da oben erbaut. Das da noch ein bisschen länger, damit man da nicht lang gehen. Obwohl, man so könnte sogar da lang gehen. Das ist kein Problem. Dann hau ich das hier. Okay. Ich kann auch nebenbei ein bisschen was vom RPG Maker klären, aber da ich denke, dass es einfach langweilig wird für euch und da ich das sowieso schon auf Awesome Wolves mache, wird das ein bisschen unnütz. Okay. So. So finde ich es gut. Schaut gar nicht so schlecht aus. Dann lasse ich den Spieler natürlich nicht daran vorbeilaufen. Und wie kommt man zur Stadt? Per Leiter. Und zwar diese Leiter. Braucht man hier einen Anfang? Ist das eingestellt? So. Und hier den Anfang? Das wird das Mittelteil sein. Und da oben ist Ende Gelände. Obwohl ich eigentlich gefällt bin, wenn man den oberen Teil da gar nicht betreten darf. Dann erlaube ich es dem Spieler eben. Ich darf dann halt das Teil nicht mehr benutzen, okay. Dann werde ich es erlauben, da darfst du drüber. So. Dann muss ich hier aber noch hinten einen Stein hinsetzen, wenn man da nicht hochkommt. Oder ich leg da einfach noch einen Stein. Oder ich mach da einen Baum. Ja genau, da sind ganz viele Bäume. Erstmal hier, Baum. So. Ein paar Bäume. Nein! Fail! Auf damit! So. Und hier noch. Weil das uns komisch ausschaut, muss ich. Hätte hier auch gerne zwei Bäume. Ach, wieso rege ich mich eigentlich auf? Ich zock, muss es ja dann eh nicht zocken. Speichern.
nur noch eins hin und dann schaut es perfekt aus. Also füge ich die hier hin, die können ja gar nicht hin, das sind die. Okay. Dann setze ich mich da kurz auf die Map und playteste mal. Wobei das gar nicht funktionieren kann. Ja, weil wegen der Milch, weil da kein Ecke drin ist. Ich meine, wo könnte er so? Und jetzt mal spielen. Dann starten wir hier drinnen. Können da durch die Map laufen. Okay, perfekt. Kann sich hier nicht irgendwo rausglitschen oder so. Das finde ich schon mal ganz okay. Ja, perfekt. Passt. Die Map ist schön genug. Ich bin schlecht im Mappen. Ich sehe es ein. Aber es passt. Nochmal die Musik. Dann füge ich noch hinzu. Ja, das Intro ist jetzt noch völlig. Dann setze ich hier oben noch einen Penner hin, damit ihr redet. Der sagt, die Map hier aus ist. Jetzt füge ich ihn da ein. Ah, genau. Der Steinsorgs. Erstmal vorbei. So, der Stein redet mit dir. Und dann allein aus Anspielung. You got rockrolled. Du-du-du-dum. Okay. Und dann gehen wir over. Oder nee, nicht gehen wir over. Fuck. Erstmal vorbei. Okay, sage nur das. Ist das ein netter Stein, der dich nicht umbringt? Ansonsten kann man nämlich den Speicherpunkt nicht mehr fortsetzen. Dann speichert man hier auf der zweiten Map und hier machst du noch das Intro fertig und dann war's das schon für meinen Part hier. Gut, finish okay. Dann geht's los mit dem Autorun. Was würdest du tun? Vergiss es. Kein The Great Survival Intro mehr. Nicht dreimal hintereinander. In einer Welt. Ist auch ein Standardanfang. In einer Welt. Voll mit Let's Player. Sag ich jetzt einfach mal. Das hat jetzt keiner gelesen, das war unnötig. Das Intro muss aber was Besonderes werden, da man das wirklich mal einmal im ganzen Display sehen wird, weil man ja nur nicht das ganze Spiel immer wieder von vorn spielt. Puh. Das finde ich jetzt besonders günstig. Das Intro. Introduktion. Introduktion. Introproduktion. Intro. Oder ich sag einfach, willkommen, hallo zu diesem Spiel und du darfst jetzt einfach losrennen, alles totkloppen und dich freuen. Du, 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 du. Ja, also, der Penner da, der schaut ganz, der schaut ein bisschen verkohlt aus, ja. Hallo! Willkommen zu diesem Spiel! Das vielleicht doch ein bisschen übertrieben ist. Ich schreibe jetzt einfach drauf los, ich sag da gar nichts mehr zu. Willkommen in einer dir fremden Welt. Bevölkert von Monstern. Und anderen Kreaturen. Definierbaren Kreaturen. Tihi! Okay. Du bist. Jetzt fragt er einfach mal, wer er ist, und dann hast du zur Auswahl Weinbockel B, Weinbockel B oder Weinbockel B. Okay,
Okay, du bist. Fragezeichen. Show Choices. Windwalker LP. Windwalker LP. Wir haben das. Dann geht's hier. Mache ich ein Label hin. Da mache ich ein Label hin. Was Labels sind, werde ich euch jetzt nicht erklären. Es wirkt. Okay, ich erkläre es euch ganz kurz. Labels sind sozusagen Kontrollpunkte in einem Event. Du kannst durch ein anderes Event Jump to Label fortsetzen, zu welchem gesetzten Label du springen willst. Zum Beispiel, ich setze hier den Kontrollpunkt Abfrage. Hier fragt's ab, wer du bist. Wenn du wer anders nimmst, sagt der Penner jetzt, das kaufe ich dir jetzt aber nicht ab. Und dann darf man durch ein Jump to Label zu Abfrage kommt man wieder an den Punkt und er fragt nochmal, wer du bist. Das kannst du dann so wiederholen, wie du willst. Und du kommst immer dann bei Windwalker hier raus. Und egal was du nimmst, am Ende landest du immer da. Und da geht's weiter. Da wir Ralf genommen haben. Windwalker LP. Sehr freut, dich kennenzulernen, sage ich jetzt einfach mal. Dich kennenzulernen. So, jetzt kommt's. Jetzt muss ich wirklich eine wirklich fantasievolle Story erfinden. Also, diese Welt wurde von einem aus dem Nichts auftauchenden Bösewicht. Ich hab Bösewicht, ja. Im Ungleichgewicht, weil jetzt noch 0815 ist es. Gleichgewicht gestürzt. Und jetzt geht's noch weiter. Hole die drei Kristalle des, was sag ich da, des Lebens, der Weisheit und der Hoffnung. Ja, das sind 0815 Storyteile. Und bringe sie zum Altar der. Was ist 0815? Altar der vergangenen Zeit oder so. Nur dann wird sich. Nur dann wird sich dir ein Weg öffnen, so. Weil ich haben will, wenn mein Vokal hier kommt. Dann werde ich noch was machen. Nämlich. Weinfuck LP. Und danach erscheint er erst. Change Party Members. Wo bin ich denn das jetzt da? Change Party Members at. Und davor kriegt er noch eine schöne Grafik auf dem Kopf, damit man sieht, dass ich gerade das jetzt gewechselt habe. Darkness Single. Okay. Sehr freut, dich kennenzulernen. Hol dir das tolle Lebens, da weißt du noch Hoffnung und bring sie zum Altar der vergangenen Zeit. Dann wird sich dir ein Weg öffnen. Klingt irgendwie leicht. Noch 0815, sag ich einfach nur. 0815. Egal. Mach's einfach. Und jetzt sagt er noch mysteriöse Stimme. Run out. Over und out, weil das ist ja Deutsch, bitte. Wir müssen ja ein deutsches Projekt machen. Transferplayer. Tuse. Fluss. Oh, ich fehl. Würde ich das gerne Tinten zuerst? Tinten, oh, ich hab Tinten gesagt. Tinten. Das Ganze ein bisschen dunkler wird.
Hier wird es dann vom parallelen Prozess enttintet. Control Self Switch. So. Fail. Warum mache ich so Mist? Hier ist der Startpunkt. Okay. Ich habe gleich die ganzen Skripte austesten, um euch ein bisschen demonstrieren. Neues Spiel. Das ist das erste Skript, sieht man gleich oben rechts jetzt. Intro! Hallo! Willkommen in einer dir fremden Welt! Ich gehöre für Monster, Menschen und andere nicht definierbaren Kreaturen. Du bist. Wer anders? Ich kaufe dir jetzt aber einen Shop. Du bist. Ich kaufe dir jetzt aber einen Shop. Mein Vocal P. Sehr erfreut, dich kennenzulernen. Diese Welt wurde von einem aus nichts auftauchenden Bösewicht ins Ungleichgewicht gestürzt. Egal. Dann kommt man zurück. Ich will's wieder heil, okay. Perfekt. Dann nur noch die Musik aussuchen und dann kann ich sie ihm bereits schicken. Das finde ich gut. Ich bin heute schon mal fertig. Das mit da muss ich ihn wieder raushauen. Dann am Text wäre ich gedacht, ins war da irgendwo statt. Von einem in das, also ins Ungleichgewicht gestürzt. So. Finde ich perfekt. Ist alles fertig eigentlich. Der Stein sagt, dass es vorbei ist. Dann mache ich noch einen letzten Playtest und füge ihm Musik hinzu und dann fertig. Kommt noch epische Musik, wenn er sagt, dass du ins Ungleichgewicht, ja. Okay. Funktioniert, der Stein redet auch mit mir, hoffe ich. Das heißt, das Spiel ist hier erstmal vorbei. Ja, dann haben wir jetzt einen tollen Wegweiser. Dieser dumme Ritter da wird dir jetzt die ganze Zeit sagen, irgendeinen Mist sagen. Autorun, er sagt dann erstmal: Du wohnst hier in Elysis. Hier ist deine Heimat. Elysis. Es ist natürlich. Gehe erstmal in das Dorf. Und erkundige dich ein bisschen. Immerhin bist du der Auserwählte und die haben sowas zu tun. Ach, das heißt unter Anführungszeichen. Müssen sowas tun. Control Self Switch on. Übrigens, dieses Projekt soll keine, so wirklich keine Parodie, sage ich jetzt mal, keine Nachmache von Sushumarus 0815 RPG sein. Habe ich auch eigentlich auch nicht nötig, das nachzukopieren. Also glaubt mal nicht drin. Es soll einfach hier 0815 vorkommen. Merkt ihr, ich habe einiges verändert. Jetzt schau ich nochmal, alles funktioniert. Hallo. Ich bin in Vocal P. So. Yay. Okay. Funktioniert. Perfekt. Gut. Fügen wir noch die Musik ein. Auto-Change-Begin. Was nehmen wir für das hier? Das hier. Map Properties. Hätte ich auch genannt, Musik. Das hier. Und hier beginnt dann noch eine epische Musik, wenn die Welt jetzt ungleichgewicht gestürzt wurde. Nee. Okay. Das hier. Perfekt. Leute, damit bin ich mit meinem Part fertig. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, beim nächsten Projekt. Ich werde jetzt demnächst Magicka fertig hochladen. Dürfte auch schon fast fertig aufgenommen sein. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. See you later! Und so.